Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute habe ich was für euch. Heute stelle ich euch kein Auto vor. Heute wollte ich euch in einem etwas ernsteren Video erzählen, dass wir wirklich ernsthafte Probleme haben, Autos zu kriegen. Der Automarkt in Amerika ist nahezu leergefegt. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben früher immer eine gewisse Menge an Autos gekauft, die wir natürlich entsprechend in Deutschland auch verkauft haben. Unter anderem auf Auktionen. Es gibt in Amerika für Händler riesig große Auktionen. Da kommt man jetzt als Privatperson so schnell und so einfach nicht drauf. Aber als Händler haben wir da Zugang zu. Da werden Leasingrückläufer verkauft, da werden Mietwagen verkauft, da werden Privatfahrzeuge verkauft. Das ist eine riesige Auktion, da muss man sich vorstellen, das sind am Tag, da werden am Tag zwischen, ich sag mal, 4.000 und 6.000 Autos angeboten. Da werden nicht alle von verkauft, aber da werden am Tag 4.000 bis 6.000 Autos versteigert. Ja, und das war in der Regel 3 bis 4 Mal pro Woche. Also kann man sich diese Mengen an Fahrzeugen mal hochrechnen, die da vorhanden waren. Jetzt kam Corona. Und im Moment, ihr habt sicherlich auch mitgekriegt, haben wir einen unfassbaren Mangel an Mikrochips und ich glaube noch anderen Teilen einfach auf dieser Welt, die es den großen Herstellern aktuell fast unmöglich machen, Autos zu produzieren. Das hat folgende Auswirkung und zwar wir haben einfach kaum noch Autos. Wir haben noch, wir gehen gleich mal raus, dann zähle ich die mal eben, aber ich behaupte, wir haben noch unter 10 Autos hier, die wir anbieten können, die wir euch verkaufen können. Und wir haben nichts mehr unterwegs, wir haben kein Auto mehr auf dem Schiff. Und zum Vergleich, wir haben normal, bevor das Ganze mit Corona anfing, hatten wir immer so zwischen 35 und 45 Autos hier bei uns in Hagen stehen und 20 bis 30 unterwegs, die immer laufend so unterwegs waren. Jetzt zurzeit haben wir 0 Autos unterwegs. Also wir haben den letzten Pacifica abgeholt vor einer guten Woche ungefähr. Und jetzt haben wir einfach kein Auto mehr in der Pipeline. Das heißt, wenn wir jetzt mal rausgehen, ich meine, es sind 8 oder 9 Autos, die wir noch haben. Das ist ziemlich beschissen, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Das ist echt, echt kacke, weil wir sind nun mal ein Handel und wir leben halt vom Handel und nicht davon, dass wir nicht handeln. Also wir haben noch da einen roten Pacifica, Nummer 2 Grand Caravan, Nummer 3 Lancia Voyager, Nummer 4 Mustang EcoBoost, Nummer 5 Atlas Cross Sport, Nummer 6 Pacifica, Nummer 7 Pacifica, Nummer 8 Pacifica, Nummer 9 ist ein Charger, den habe ich euch eigentlich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ist ein Charger SXT 6-Zylinder. Nummer 9 war der Charger. Nummer 10, den haben wir jetzt vor kurzem erst in Zahlung genommen, Chrysler Town & Country. 3,8 Liter Benziner, gibt es ganz wenige von. Und noch ein Mustang EcoBoost. Das ist alles. Das ist alles, was wir im Moment an Autos da haben. Wie gesagt, wir kommen von zwischen 35 und 45 Autos runter auf 11 und wir kriegen nichts mehr nach. Und das ist doof. Da hinzu kommt natürlich, dass auch selbst wenn wir Autos kriegen, die Transportwege unfassbar lange dauern im Moment. Also wir haben, normalerweise kann man rechnen, dauert das so 6 Wochen plus minus mal ein paar Tage. Im Moment braucht alles fast 3 Monate. Also es hat sich alles verlangsamt, alles unfassbar verteuert. Also versteht mich nicht falsch, zum einen gibt es einfach weniger Autos, das ist Fakt. Es gibt wesentlich weniger Autos, die man kaufen kann und die, die es gibt, sind übertrieben teuer geworden. Ich erkläre das unseren Kunden immer an einem Beispiel. Wir haben der weiße Pacifica, den ihr gerade draußen gesehen habt, das ist ein Pacifica Limited. Der kostet über 40.000 Euro, der kostet, ich glaube, 42 oder 43,9. Den haben wir vor einem halben Jahr für 36 verkauft. Also diese Preisanstiege sind enorm und wir für uns sagen jetzt, es bringt nichts, wenn wir jetzt die ganz mega teuren Autos kaufen, weil die werden ja noch teurer, weil je weniger es gibt,
bei sinkendem Angebot und steigender Nachfrage oder gleich bei der Nachfrage steigt nochmal der Preis. Und wir haben nichts davon, wenn wir jetzt noch einen Pacifica zum Beispiel nachkaufen, Limited, den ich schon so teuer einkaufen muss und habe so teure gestiegene Frachtkosten und muss den hier für 50.000 Euro anbieten. Das funktioniert ja nicht. Das macht euch keinen Spaß, das macht uns erst recht keinen Spaß. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen es im Moment und kaufen die teuren Autos nicht ein und hoffen einfach, dass sich diese Situation zeitnah wieder ein bisschen reguliert und ein bisschen verändert. Also der US-Markt ist einfach leergefegt im Moment und es gibt nichts, wir kriegen nichts. Deswegen, wenn ihr das Video seht und habt vielleicht ein Auto abzugeben, dann meldet euch gerne bei uns. Wir gucken, kontrollieren dann immer, ob die CarPlay-Abfrage sauber ist und dann können wir gerne immer weiterschauen. Also wir kriegen natürlich oft Autos angeboten, wo aber viele, viele Unfallautos bei sind, die wir ablehnen, die wir nicht ankaufen. Weil wir halt immer nur mit sauberem Carfax und unfallfrei an- und verkaufen. Aber wenn ihr was dabei habt, gerne, spielt auch keine Rolle, wo das Ding steht in Deutschland. Wenn ihr was habt, meldet euch gerne, gucken uns das gerne an. Ja, und deswegen werden wir, so wie es aussieht, wahrscheinlich demnächst leer gekauft sein. Das ist doof, aber es ist leider so. Aber naja, wir lassen den Kopf nicht hängen. Und trotzdem habe ich demnächst ein paar geile Nachrichten für euch. Deswegen lasst mir ein Like und ein Abo da. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.